Hier spricht wieder Ustra und es geht nahtlos weiter mit Dragon Age Origins und wir wollen mal gucken, was der Händler so zu verkaufen hat. Seid ihr hier, um mir Kopfschmerzen zu bereiten oder wollt ihr tatsächlich etwas kaufen? Ich bin hier, um euch Kopfschmerzen, ich möchte was. Es ist nicht viel, aber ihr könnt gerne einen Blick drauf werfen. Ja, ist ja kein Ding. Also Morrigan hasst es, Leuten zu helfen. Haben wir in der letzten Folge gesehen. Und wir gucken jetzt erstmal, was wir alles verkaufen können. Da sind zum Beispiel 5 Dolche, die ich glücklicherweise in meiner Tasche habe. Ein Eschenlangbogen. Welcher ist ein schlechter? Die normalen Langbögen sind schlechter. Armbrust der dunklen Brut und tschüss. Stab der dunklen Brut und tschüss. Jetzt habe ich hier diese andere ganze Scheiße hier noch im Inventar. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich weiß vor allem nicht, warum ich gerade so eiskalt umgeknallt bin. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwelche Sachen... Moment mal bitte. Anhabe. Ich habe meine komische Schuppenrüstung an. Vielleicht kriege ich ja noch was anderes. Seid ihr hier? Ja. Ich halte die Fresse. Ich will nur handeln. Ich will nicht reden. So, okay. Damisu, ein einhändiger Dolch, der mich nicht interessiert. Zwergenlangschwert interessiert mich. Ein Hammer interessiert mich auch nicht. Leider nicht. Was hast du sonst noch so? Hast du nichts, was mich interessieren könnte? Mittelschwere Rüstung, Kettenrüstungshandschuhe. Die sind besser als meine, Kettenrüstung. Und sind auch mittelschwer. Okay, wie viel Geld habe ich? Nicht so viel. Aber Kettenrüstungsstiefel. Ich möchte nur einen kaufen. Einen, danke. Und Kettenrüstung als Oberteil habe ich leider nicht da. Kann ich nicht kaufen. Das ist scheiße. Das habe ich noch. Ich glaube, ich habe sogar noch diese Felle von den Hunden am Anfang. Irgendwo in meiner sehr sortierten Tasche. Oder habe ich die verkauft? Ich weiß es nicht mehr. So ein Dreck. Ich wünschte, ich hätte noch was zu verkaufen. Ich habe noch diese tolle Aschenkrieger-Axt. Bitteschön. Profil ist das? Ja, das ist Profil. Okay, dann verkaufen wir mal ein paar Feuerpfeile. Und eventuell habe ich dann wieder genug Geld, um mir diese nette... Viridium. Ja. Die wäre sogar noch besser. Scheiße. Die habe ich selber. Und das würde ich ja dann kaufen. Ja. Einmal diese Rüstung bitte. Danke. So, immer schauen, dass ich... Ach. Okay, macht er doch mit Doppelklick. Schwer beeindruckt. Und ich sehe auch besser aus. Das ist auch schön. Flüchtling. Hier sind noch ein paar Kisten. Erstmal schauen, dass wir alles Mögliche in unsere Tasche stopfen. Axt nehme ich gerne mit. Wahrscheinlich hätte ich da noch einen Rucksack kaufen können. Hallo, Kantor. Und Eileen sprach zu den Massen. Mein Herd ist euer. Mein Brot ist euer. Mein Leben ist euer. Denn alle, die im Licht des Erbauers wandeln, sind eins. Hallo? Der Kantor nickt lächelnd. Zurücklächeln. Hallo? Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Nur das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Wirklich? Er kann nicht antworten. Das ist Kantor Devins. Was ist denn ein Kantor? Er gehört zu denen, die nur den Gesang des Lichts sprechen können. An seiner Anschlagtafel findet ihr Briefe mit Aufträgen für gute Taten. Mein Vater hat mal das Dach von Witwe Allison repariert und der Kantor hat ihn dafür bezahlt. Wirklich. Ein gelehrsames Kind ist ein Segen für seine Eltern. Ebenso wie für den Erbauer. Okay. Danke. Genug der Predigt. Da ist ein Hund. Wie schön. Was gibt's denn hier? Überall nur Banditen. Bla bla annehmen. Ist fertig? Habe ich gewonnen? Direkt? Wenn alle Fundamente aus Stein, keine Ahnung. Untergangsprophet, sehr gut. Oh, das ist eine fette Axt, mein Freund. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Interessant. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Geile Axt. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Ich glaube nicht. Dort,
Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An diesem Mann klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihm steckt? Warum senkt ihr eure Stimme nicht ein wenig? Weil ich krieg Kopfschmerzen von dummem Geschwafel. Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Junge, ich werde sie Zunge rausschneiden. Jemand soll ihn zum Schweigen. Mach ich, kein Ding. Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Das reicht jetzt zum Schluss. Nein, rührt mich nicht an. Ihr bringt Böses und Verderben. Das ist das Ende. Ja, renn mal ein bisschen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung. Du bist Priester. Chill mal ein bisschen. Es gibt immer Hoffnung. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Ja, klar. Wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Weglaufen? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden. Nach Denerim. Ja. Das hättet ihr vorher schon machen sollen. Ein Templer. Ein paar Säcke. Ich nehme die mit. Nein, ich nehme nur die Axt, die sich in dem Sack befindet. Sehr gut. Hallo, Herr Sir Maron. Wenn ihr was geht? Zuflucht sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Habt ihr geschlossen? Wir weisen niemanden ab, aber wir haben einfach keine Schlafplätze mehr. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Dieser junge Mann hört sich so an, als ob der sonst normalerweise bei Game One arbeitet. Ich sag's nur ungern, aber die Stimme habe ich schon mal gehört. Mindestens einmal. Wusstet ihr, dass es am Hochweg bei hinten gab? Habt ihr sie vertrieben? Sir Brian wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Lebt wohl. Der Erbauer möge euch beschützen. Das ist hundertprozentig der von Game One. Aber zehnmal hundertprozentig. Naja, aber das nur am Rande meiner Taten. Guten Tag, ich bin's, der Mann fürs Grobe. Was kann ich für euch tun? Bart und Haare waren vorher mal schwarz, aber durch diverse Kämpfe bin ich blutgetränkt, leicht. Die erste Verderbnis, sehr schön. Sir Donald, Sir Bla. Darf ich fragen, wer ihr seid? Ja, nee. Ich bin ein grauer Wächter. Ich verstehe. Ich bin Sir Bryant, Kommandant der Templer Lotherings. Terran Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Das wusste ich noch nicht, danke aber dafür. Er hat außerdem ein Kopfgeld auf die Überlebenden ausgesetzt. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Terran behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Gut, dass ich das weiß. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Gut, dankeschön. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Ich verlange eine Entschädigung. Lügen kann ich wahrscheinlich auch. Die werden euch nicht mehr behelligen. Die sind tot. Wer meint, sie sind tot? Alle? Alle. Es ist wahr. Ich habe es von meinem Posten aus gesehen. Die ganze Sache war so schnell vorbei, dass wir nicht einmal rechtzeitig dort waren. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste, aber sie haben fast darum gebettelt. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Na sicher. Ich wünschte wirklich, ich könnte mir derartige Hilfe leisten. Bitte nehmt eure Belohnung. Das ist alles, was ich euch anbiete. Okay, ich vergesse mal, dass er das nicht selber spricht, was ich anbiete. Die Anschlagtafel des Kantors ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Nee, ich, danke schön. Chill mal. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Ja, ist okay. Also, wir sind auch noch Verräter. Schön. Wer? Wir. Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Terran Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Al leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden.
Weder ein natürliches noch ein magisches. Okay. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit. Und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Eigentlich hatten wir gehofft, Al-Imen zu treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Weil mein Hund etwas kalt ist. Nur mal so, wir brauchen Hilfe. Ich verstehe. Der Arl ist zwar ein beliebter Mann, aber Terran Logan ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Naja. Was auch immer der Terran getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Arl. Ihm gilt meine größte Sorge. Ist es überhaupt sinnvoll, dann nach Redcliffe zu gehen? Er könnte bereits tot sein. Aber vielleicht hat sich sein Zustand in den Wochen, die ich schon fort bin, auch gebessert. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Sehr gut. Was gibt's sonst noch? Erzähl mir über die Urne. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Vielleicht erzählst du mir trotzdem nochmal alles. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Tja, wer ist Sir Henrik? Mein Waffenbruder und Reisegefährte. Allerdings verspätet er sich. Euer Freund Sir Henrik ist tot. Ich habe hier etwas, das ihm gehörte. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Es tut mir leid für euren Freund. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Okay, ihr könnt also die Suche nach der Asche Asche zu finden. Ja. Aber ich komm, ist okay. Ich gehe einfach. Ist in Ordnung. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Naja. Dann der zieht jetzt, glaube ich, wieder ab nach Redcliffe. Soll er machen? Codex aktualisiert, alles top, alles flop. Da hinten ist eine Truhe, hier sind noch weitere Bücher. Kind, das soll man nicht umdrehen, das musst du lesen. Na, ich bin kein Dieb. Und niemand von uns kann klauen. Kirchenbruder, singender Bruder, singender Bruder. Schrank. Dieser ist auch verschlossen. Sehr schön. Ehrwürdige Mutter. Bücher? Los geht's. Hallo, ehrwürdige Mutter. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Wer seid ihr? Vielleicht erstmal fragen, bevor er mich anbettelt. Dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Ich habe nichts zu geben. Ich verstehe. Nicht jeder ist wohlhabend genug, um auch nur ein paar Münzen für die Gunst des Erbauers erübrigen zu können. Darum geht's nicht. Was kann ich also für euch tun? Ich bin ein grauer Wächter, ich brauche Hilfe. Grauer Wächter? Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass... Ja, das weiß ich schon. Deswegen wollte ich dir das sagen. Ich wollte gucken, was passiert. Was kümmert mich Logans Lügen? Der Terran macht die grauen Wächter für den Tod des Königs verantwortlich. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Nee, ich ziehe ab, weil ich werde auf jeden Fall nicht spenden. Grauer Wächter. Das kannst du knicken. Außerdem springt mir wahrscheinlich Morrigan wieder an die Kehle, wenn ich nur einen Cent da reinschmeiße. So, Flüchtling, Truhe, die war aber zu. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Tschüss! Tschüss mit Ö. Blödes Kirchenvolk, ich würde mal mich nach Norden auf den Weg machen. Auf jeden Fall weit weg aus dem Süden, weil da kommt dunkle Brut ohne Ende. Und eventuell wäre es an der Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen. Ich sag's ja nur. Vielleicht. Mir gefällt es hier nicht. Ja, dann heul doch. Mir gefällt auch einiges nicht, deswegen.
Oh. Warum starrst du mich so an, du Flohfell? Merkst du nicht, wenn du nicht erwünscht bist? Hey, lass Pummelfee in Ruhe. Die Anwesenheit von Wildtieren habe ich gern. Warte mal eben. Schuppenrüstung, da kann ich die ja theoretisch auch verkaufen. Obwohl, die ist besser als die, die ich jetzt anhab. Was ist denn, wenn ich das wechsle? Es ist besser für mich. Stinkende Haustierwölfe gehören nicht dazu. Nee. Und diese Sturheit. Ich werde wahnsinnig. Lass mal schön meinen Hund in Ruhe. Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay, scheiß drauf. Wir gehen jetzt nicht nochmal zum Händler. Wir beenden jetzt hier eben kurz die Barbaren. Sehr gut. Wir beenden hier eben die Folge und dann schauen wir beim nächsten Mal, was hier noch sonst so abgeht. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, Daumen da lassen, abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und eventuell für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.